Wenn ich absolut, nur da habe ich mir gedacht, ich kick mal rein. Frau Thomas lügt nie ab, Frau Brückner. Ich kämpfe was mit ihr zu besnacken. Ach. Was wichtig. Sie ist nicht zu Hus, Frau Brückner. Schott. Hier. Und sie, Paul, sie gibt sich mir einen guten Jung zu blieben, ne? Oh ja, Frau Brückner, mit mir gibt das kein Maläschen mehr. In all den Jahren gibt das ein Bachmaläschen mit dem, das hier ein Tus. Ist das wohl? Also mit mir nicht. Ich bin auch erst deswegen hier. 16 Mal, wer hat nicht den netten Herr von der Fürsorge, der von Titi und Huskum ist? Herr Albert? Mir dürfte kam vorhin rinkommen sehen, als ich Plisch und Blum forderte. Wohin habt sie fordert? Plisch und Blum, ihn bald wählen sie dich. So. Denkt sie mal, ich hoffe, geht mir wie am Tumellen letztweg. Oh nee. Ja. Schon, nun wohl hier wohl noch kicken, weil ich noch hier bin, nicht? Für einen Augenblick hab ich gedacht. Was? Ich mein, so mit Metzrüm zu fuchteln, das ist doch gefährlich, ne? Oh ja, Frau Brückner, das ist gefährlich. Und ich schau mir auch, dass ich da dumm vom Ohren Dorn helf. Ja, siehst du, doch für ihn, das gefällt mir. Oh ja, Frau Brückner. Weißt du was? In den Karkon, das hält. Go jeden Tag. Sind doch's zweimal. Ja, sie können so nett und höflich wehen, wenn sie bloß will. Danke, Frau Brückner. Ich kann einen Augenblick sehen und töfen, Frau Thomas. Und wie unerhalten sie dessen bin, ne? Weht sie was? Weht sie was, Frau Brückner? Ja. Gut, sie tun Dübel. Hätt ich was falsch schmuckt? Nee, nix. Ich kann sie bloß nicht ausstehen. Und ich mach auch all die Derben nicht in ihr Hus. Arme Jung. Arme Jung. Arme Jung. Schönen Abend noch, Frau Brückner. Und gründen Sie auch Plisch und Plump. Wie? Du hast natürlich nichts. Oh, die Menschenskinder wollen die Sammel. Und der ist doch nicht schon mal mit dem Umbrau. Das heißt, ihr habt den Imbringer nur endlich kriegen, den Bohrmann letzte Weg den Lohn und rühmt habt. Haha, blutige Amateure sind da, du. Ich hab doch nix anderes zu brücken als mein Hand und mein Ohren. Ja, also was wollt ihr feuern? Versteh's? Oh, verdammt, der Arthritis. Oh. Und die Arthritis, da. Oh, es ist traurig, glaub, wenn ein Mensch die Profession aufgeben muss, auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Wegen so was. Du, weißt du, Albert, es ist eine riesige Bälle. Ruhe da unten! Ich kick hier rüber, da muss mich ganz kribbelig. Aua! Paul, du weißt, das ist mein Stuhl. Oh, nee!
So ein Schietwetter aber auch. Kannst du Hand nicht vor Augen sehen. Welche war der Fischhöcker von nebenan für grüne Heringe verlangt? Was? Dat Pund 2,50 Mark. Ist er doch nicht Stoll? Dat Pund. Ich glaub, Tom, ich bin doch kein Millionärin. Und wenn ich so viel Geld habe, würde ich erstmal eine Weltreise machen. Gut. Von nur an war ich wie Frank in Köpen. Der trägt die Tor, sorgt das Fell über den Ohren. Aber was hey hat, ist Qualität. Ach, schall ich die was helfen? Was ist denn mit die? Wieso? Nix. Meistens hast du was anstellt, wenn du mit ihm Hölp anbogen hast. Ich hab den Stuhl sitzt ja, so Lor, wenn das Aiden um den Tisch ist, sitzt du da, mein Fiede. Und nu kann diskurieren mehr. Ja, ja. Weißt du was, Eggie? Mein Arthritis war nur wieder. Glaubst du? Ja, ja, nur wegen kann ich die Finger so weiter bewegen, du. Du hast all aufgehört, die Finger zu bewegen, als du für dein Jahr das letzte Mal unten Knast kommen bist. Du hast du eine gute Stellung, betreust prompt Kost und Regie und so schall er doch blieben. Komm bloß nicht wieder auf krumme Gedanken. Nachtwächter, in der selben Fabrik. So was nimmst du eine gute Stellung. Bin glibberig nicht. Jeder ein nimmt die nicht wie all die Förstrafen. Will die nix in. Ach, ist ein hier wen, als ich weg wär? Bloß Frau Cornelia. Ach, und dann hätte die Bewährungshelfer entgegen. Herr Albert, was hätte ich gesagt? Was die Jünger sagt? Korb hoch, Korb hoch. Hey, Wilfried Eden noch ein Nähen bringen? Nähen, so. Zimmer, du wolltest Schröder sie in Koma werden vermieten. Du hast du mir noch gar nichts von gesagt, du. Doch, Herr Wick. Hast du, Albert, gesagt, dass du Jünger noch ohne Arbeit bist? Nee. Aber er hätte doch gefragt. Ja. Und was hast du andert? Ich hätte ihm gesagt, dass ich Arbeit hef. Hey, was nachfragen und König waren, das weißt du doch. Vergeht mir das an. Aber so war dein doch nicht. Paul, hör zu. Ich hab mir einen Freund besorgt. Der ist in Horben als Führarbeiter bei so einer Speditionsfirma. Der kann vielleicht was für die tun. Und? Wenn hier gut kriegt, dann ich Bewährung hef. Ja, auch dem wieder zum Düvel. Blöf man nicht, du kannst für die Arbeit drücken. Ich geb dir einen Gaumenrat. Go hin und snack mit dem. Oder wollt du wieder ob so ein Schrottkorn? Ob sie? Mein Vater wär ein Vorhandsmann und das Guten bleiben. Ich will da Torwart bringen. Oh. Und willst du, was ich da? Oh. Ich geh nach Hamburg zum Fernsehen! Paul hat man Show, ist das nix? Du hättest sie gerade auf die Luren. Oh, du willst doch gar nicht, was in die steckt. Nicht so, der Mann ist fehlt. Ich bin doch gar nicht so. Komm, der ist ein Stunden. Tja, Paul denkt bloß an sich. Paul. Herr Schröder, hättest du doch schon mal beklopfen. Aber nun ist Herr Schröder gar nicht mehr bei uns, nicht? Go sinn. Ja. 5 Jahre hat er kriegen. Und ich hab gedacht, er ist kuriert von dieser Krankheit, der arme Kerl. Gräsig, was er da tun hat. Gräsig. Hör auf mit ihm, gräsig. Entschuldigung, was er da tun hat, dann wird auch gräsig. Mach weg. Hey, komm nicht anders. Von Sigurd. So was giftet. Fiede, denk doch mal über noch. Mann, er wär 75. Mutter hat doch ein langer Hack, dass ich hab. Du bist 5 Jahre. Also ich kann mich besinnen, dass ich am letzten Monat bin. Oh. Er ist nichts mehr älter für mich, mein Fiede. Das gäbe mir einen Titel, weil ich gedacht, du magst mir einen Heiratsantrag. Oh, na, aber noch hört Schulz, so warst du. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Ha, lach mich tot. Au, in Don't Wokay, das ist, weiß höflich. Ja. Und bitte mag dir eine Kantöbel. Hey, ich hält sie nie sauber. Ich hält sie nie sauber. Hallo, Eggie, du sind wir. Jümmerin, Herr Albert. Danke. An dem kommt sie, Mann. So. Tja, das ist Ihre neue Mieterin, Anna Kirsten. Freut mich. Aber wie uns war Platz nackt, verstoßt sie doch, oder? Tja, das ist die Koma. Ist nicht Fellbin? Aber sei wart sich das sehr kommodig mucken. Ja.
Das Bett ist für Wiss nicht das allerbest. Na ja, erst mal probieren. Foton Düvel ist. Fide. Ein Augenblick. In 2 Minuten bin ich wieder durch. Ach, kommt Sie doch bitte mit, Herr Alward. Ja. Sie ist eine gute Frau, Anna. Es ist kalt hier. Kopf hoch. Kopf hoch. Gut, Fide. Du stichst nur nach oben und holst dir hübsche Bettdeck wieder runter. Was denn für ein Bettdeck? Der Bettdeck und der Koma von nebenan. Los, hol sie. Aber kurz noch singen. Danke. Aber du hast mich doch gesagt, ich kann sie haben. Hab ich, ja. Aber da wird man nicht wissen, dass der Naomi dann eine junge Frau ist. Ob das noch? Ja. Warten froh hier bei uns? Aber das geht doch nicht. Nee. Nur hört mir mal gut zu, ihr beiden. Ich darf hier das singen. Macht ihr das? Los, bring den Deck her. Und du stell den Kantüffeln. Das war ein schön Kuddelmuddel gegen du was singen. Auch nicht mehr als nur mit Jo. Ich glaube, wollt ihr was hier von Achtern und von Fern bedenkt, hä? Das wäre doch ein Job für mich. Kellner. Nee, danke. Sie habt ja auch Arbeit, oder? Man kann bang. Ich war arbeiten, wenn ich die Arbeit finde, die zu mir passt, die meinen Fähigkeiten entspricht. Herr Alward. Dann töft sie mal nicht zu lang. Sie weht doch, der Teufel findet Arbeit für faule Hände. Für diesen Wort bedanke ich mich. Das habe ich noch nicht gewusst. Hey, 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 hey. Mit Paulen ist nicht so ganz einfach hinzukommen. Hey, ist ein Becken durcheinander. Stört sie das, wenn ich das mit Eiken mag? Natürlich nicht, Eggy. Aber geholt sie doch Sicken. Ja, danke. Sehr so. Junge Dern. Hättest du was anstellt, was ich nicht weiten darf? Sie hätte nichts tun, was nach dem Buchstaben des Gesetzes besorgniserregend wäre. 3 Monate mit Bewährung hätte sie kriegen. Wo nehmt kommt sie her? Und Hamburg. Ah. Ihr Profession hätte sie Funken wesselt. Zuletzt wäre sie Sekretärin in Waisenhus. Sie hätte sie dort entloten. Nun mochte sich man keinen Gedanken. Ich kümmere mir allem de deren. Redig doch, Eggy. Uns Sorgenkinder sind wie sie bestens in der Brücke. Ja, wenn sie denn hier noch wohl unterschrieben wird. Schaut bloß, dass nicht alle Leute so denkt, dass sie. Ja, gibt er denn Leute, die. Hier in Düsseldorf gibt das nicht ein oder zwei, die oben das sagt. Ach. Ist noch nicht allzu lange her. Da habt sie eine Eingabe an eine Stadtmogd. Und warum wohl? Wegen Wertminderung der Häuser. Mein Hus wäre ein Habach für Asoziale. Also da ist ja ein Schandal, ist das ja. Ja, und nun ist halt wieder was im Gang. Ach, was denn? Genau werde ich das noch nicht. Aber als ich vorhin in den Selbstbedienungsladen käme, da haben ein paar von den Leben noch was Lüt erköpft. Als sie mir wies von sind, gingen so unnanner und grinten mich so an, so richtig finnisch. Eggy, ich glaub, ich weiß, was hier los ist. Töner, warum bin ich froh? Die Gesellschaft, die dann alles hier zuhören darf, die will die ganzen Hüs hier nicht droht verkaufen. Verkaufen? Ja. Aber ich hab doch all die Jahre hier gewohnt. Und na, das Gesetz ist das nicht möglich. Nur das Gesetz, Eggy. Ist das möglich? Ja, das tat mir leid. Aber das hätte Köpen oder Utrecht. Köpen oder Utrecht? Ja. Ja, fällt sie denn auch, was der hemmelt? So, für 50.000 Mark. Das ist doch nicht so gläufig. Doch, doch, doch. Die verkauft aber ein Makler. Ja, und wenn ein Köper das Geld auf dem Stutz nicht hat, dann kann er das monatlich mit 450 Mark nachbetonen. Ein Blut aber liegt so an die 10% als Grundsumme. Wenn das stimmt, was sie mir da vertellt, dann werde ich nicht, was ich tun soll. Und mein Mieters? Was war das mein Mieters? Ich habe nichts auf der hohen Kante, nichts. 25 Jahre habe ich hier gelebt. Ich bin hier zu Hus. Ja, ja. Ja, ist du denn nicht ein Mensch, ist du nicht ein Mensch, der sie was lehnen kann? Nee, ist nicht. Ach, kon ange und dat. Ja? Nee, ist nicht. Vielen Dank, ob dat sie mir dat secht habt, Herr Alward. Und kein Wort zu mir lüt. Dem mocht sich bloß Gedanken. Wenn mir tut, das ist so was infallt.
Lodig sind das reden. Och, ein Tass Kaffee können Sie aber noch trinken. Sie hätten mein Paper nicht noch gar nicht probiert. Hüt mich, Eddie. Vielen Dank. Schönen Abend noch. Schönen Abend. Ist gut, Fidel. Ach, der Fisch. Wer ist da? Keine Store. Da hat mich leider nichts stört, Fräulein. Euer Eddie hat mich sehr hier gewohnt und junge Dom. Und da habe ich gedacht, der hübsche Bettdeck, die können Sie wohl gefallen. Danke, Herr. Mein Name ist Wolters. Friedrich Wolters. Aber sagst du mal Fidel zu mir. Sie hat noch nie von mir gehört? Nee. Ach. Ja, das ist reine Seide. Ja, ich bin vorher gut bekannt, wenn ihr das gegen Fidel Wolters. Und die haben mich nie nicht vorkriegen, wenn der Bimini mit dieser gräsigen Arthritis anfangen hat. Von weg hätte ja noch ein Mann wohnt. Wer 75. Was der tun hätte, der wäre gräsig, gräsig. Der hätte das schon... greift mich nichts an. Und der junge Bengel, der Paul Lattmann, der ist mit dem Messer auf junge Frau los. Und was hat sie anstellt? Danke für den Dick. Ja, ja, was hat sie anstellt? Ich bin wie gut packen. Oh, also freundlich sind sie ja nun gerade nicht. Bitte, Gutze. Ja, 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 ja. Ich verstehe halt. Eggy, ich hab den jungen Lern den Dick rüber. Eggy, wo nehm ich? Eggy! Hey, ich hab den Junge, der Gröber bräuchte. Den Glückerbauch. Ja, viel hab ich schon hier, der Rumkrieg. Du hast das aber versöcht, nicht? Oh, Hardy, das ist aber bannig kalt hier. Ja, nix und Böden in Hus. Nicht ein Brikett, kein Holt, nix. Der arme Dern wird bannig frieren. Die hört doch die schöne warme Deg lang, hat er nicht. Nicht mal Fleisch hab ich in der Suppe. Domin gefallen und lob noch mal los. Bist doch der Beste, mein Fidel. Ich werde mich jetzt im Mangdol sein, Mangdol. Schau, hol mir Löffel Fleischwurst. Aber sech, mehr als 2 Mark darfst du nicht kosten. Der Nebelputten ist gar nicht gut für mich. Arthritis, du. Du hast aber doch sech, das wart nur Bäder. Ja, also los, oh, Fidel. Mann. Und Fidel? Mhm. Besser. Wie toll das auch. Sag mal, was denkst du eigentlich von mir? Ja, der Dia. Ich hab's ja nicht vergessen. Würden Sie denn nicht gut packen? Doch. Och, nur hab ich ja Normen vergessen. Anna? Anna Kirsten hätt ich. Ach ja, einen hübschen Namen hätt sie. Anna Kirsten. Das ist kalt hier, ne? Ich will von oben noch Feuer anböken. Habt ihr nicht Lust, mit mir in die Küche zu gehen? Du hast das kommodig. Ach, ich will utpacken. Was sie meint? Frau Thomas? Ja? Ich will für mein Koma betonen. Das hätte Tiet. Erstmal besorge ich seinen guten Arbeitsday und den snackt wir über die Miete. Ich betone nu. Ist später so. Beto hat noch kein von meinen Mieters freiwillig Geld gedrückt. Ist gut zu mir, deren. Danke. Und, sechst du der anderen doch bitte. Ich will allein wehen. Ist aber doch nicht böse meint, wenn sie so ein Wenn Blicken... ich was will, dann frag ich sie, Frau Thomas. Gut. Glicks gibt das was zu eten. Ach, sehen Sie das, Herr Dr. Meier. Schönen guten Abend, Frau Thomas. Sie hätten einen Mieter, hätten Sie, Herr Albert Sechs. Stimmt. Oh, hallo. Anna, Herr Dr. Meier ist hier und will mit sich snacken. Ich brauche keinen Doktor. Der Doktor hat mich noch pisagt. Das sieht aber mal so, das können Sie ein paar Pfund mehr auf der Rippen verträgen. Wo ans ist das denn mit dem Slope? Bestens, danke. Na gut, in Ordnung. Wenn das nötig ist, dann komm ich, ja? Guten Abend.
Ach, ich gebe dir ein Rezept für deine Kratzbürste, dass sie sich beruhigt. Mm. Und wenn sie nicht slucken kann oder wenn sie kribbelig war, dann lang ein Tablett, ja? Ich glaubte deren mach sei nicht. Du kann ich mit leben. Die Hauptsug ist, sei hab mi leif, Eggie. Was Charlotte, hä? Wo geht's dazu, Eggie? Kann ich glauben. Und die Medikamente, die ich verschrieben habe, nehmt sie dir auch? Af und an. Hab ich mir doch da. Af und an braucht die Mensch auch ein Lüttbeten rau. Ist das Chlor? Nee. Wer rastet, rostet. Soll ich sie mal sagen, was ich glaube? Das kann ich mir halt denken, was gut verschormt ist. Sie sind eine Frau mit Vergangenheit. Überrascht du das, wie mein Öller? Ja, warum vertellt sie eigentlich nie nicht was von sich selbst? Mien Mieder sind mit Bovenhin voll mit Probleme. Und das sind auch mien Probleme. Ich kann sonst nicht klagen. Die Mensch muss doch mal an sich denken, Eggy. Ich tau, was ich kann. Eggy, sie dürft nicht so viel arbeiten, das ist nicht gut. Wenn das alles ist, was sie mir zu sagen hat, der Dr. Meier den Sport zu sich man de mö. Ich hef mich um ihn Lüt zu kümmern. Und ich will das so. Kein Mensch hat mich gezwungen. Mie mag das Sport. Also Ligas begrieb ich nicht, warum sie das alles tut. Will diese Menschen Hölp brugt. Darum. Solang ich noch gruben kann, geb ich das hier nicht ab. Ecki, ich muck mich Sorgen um sie. Ja, das weiß ich doch. So, und nun will ich erstmal mein Visitengeld verdienen und den Blutdruck mäten. Nu? Sie hätten mir auf 180 bräucht. Der schöne Apparat geht doch in Moors. Pardon, im Plumpf, soll ich sagen. Eggy, Eckenwaldchlor? Ich bin Hunger, du. Bist du krank? Mein Ole Zeicher Durchfall. Das komisch, ha, ha, ha. Als ich noch nicht wäre, wollte ich auch mal Doktor waren. Wirklich? Mhm. Also, wenn ich nur wünsch, ich mir, ich habe mich da zweimal überlegt. Hm. 165 zu 90. Naja. Und denkst du da über noch, weil ich sie gesagt habe, ja? Ja, 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 ja. Gute Nacht, Eggy. Gute Nacht. Und nix für ungut. Gute Nacht. Asoziale. Dedor, der ist genauso als mein Mutter. Der hat mir auch immer bang gemacht mit tu dies nicht, tu das nicht, sonst holt dich der Bieber Butzelmann. Was tünst du da? Mir hast du doch vertellt, du kannst dich nicht auf die Mutter besinnen. Nee, das will ich auch nicht. Sie sehen's doch, es abhaut und hat uns allein loten. So einfach abhaut. Verdammt, lieber Volk! Vielen Dank auch für die Blumen. Ach, vertu doch nicht, Eggy. Du bist doch die ganz, ganz große Ausnahme. Willst was, Ulus? Du bist doch so was als meine Mutter, nicht? Wer ich die Mutter? Denn deist du hier nicht so Rümmlung an, mein Jungen. Hier mach schön arbeiten, eine gute Stellung. Ja. Und eins doch so. Aber verlech doch mal. Ich konnte ihn sollen. Ja, blieb mal schön auf dem Fotofahrt. Ja, das ist mein Fleischwurst, Eggy. Oh, danke, Fide. Und das hast du da. Dat? Ja, dat. Ach so, ja, dat. Hm. Ich ging durch den Strohtol und da legt er da in Rönnstein. So, in Rönnstein. Und was ist da wohl denn? Nicht ohne Karte. Ich hab doch noch gar nicht reinkriegen. Dann kick doch mal rein. Pass aber, ob das sie die nicht rutsbringt. Vielleicht ist er bloß benüsselt. Oh, was ein Zufall. Köln! Köln! Die kommt aus der Goethe-Pass, nicht? Ja. Und wo nehmen Sie einen Sack von? Hab ich doch gesagt, in Rönnstein. Hat wohl einer verloren oder so. Oder so? Hast du ein Dusel? Ja. Was ein Zufall, ne? Ja. 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 Tja, Paul, dann mal los. Du gribst ihn nur den Sack und machst vier in den Kummer nebenan. Das kann viele doch tun. Ich hab mich nur just am Dose. Nee, Paul, du machst das. Und wer ist freundlich? Vergeht nicht an die Tür zu kloppen. Wenn ich mal Läschen krieg, dann mach bloß wegen so ein Frohnsmensch. Der bringt uns Ärger. So richtig, Mick.
Danke. Hey, Paul, ich hab die Zeitung noch mal gelesen. Geh mir die Zeitung weiter. Paul, die Zeitung! Wie ist mir Mordin Hand, Fide? Das und wird aus der Unschuld, du. Lauf mal sehen. Für Elten schrubbst du erstmal die Poten, ist das Chlor. Doch, wir waschen das nur nicht Geld für die Arthritis. Morg, dass du nach oben kommst. Doch, der hätte gar Kohle, wo der hätte ich gehabt. Ja, du. Darf ich die Tür machen? Das kann ich allein. Danke. Oh, pardon, Madame. Bitte. Ach, habt ihr alle Arbeit? Nee. Ich versuch, dass sie das wegen. Aber leider. Oh, ich bin Musiker, biet Fernsehen, ja. Und wenn du nicht ist, dann spiel ich auch Theater, ja. Ja, ich schrieb auch für Zeitungen und so. Hört sie mal gut, wenn ich hier für anböten will, dann könnt sie froh werden, weht sie? Helf ich sie doch um beten? Ach, wenn das so ist, dann mögt sie das, Mann! Ich kann sie wohl nicht all. Ich will doch zu Hilfe mogen. Kratzbürst. Wärst du denn auch freundlich? Eten bald klar. Du hast noch Nachtig und kannst mal an der Apotheke loben. Und das besorgen. Das ist für die Kratzbürst von nebenan. Kann ich sich die verdammte Medizin nicht Hilfe holen? Nun, Mann, nicht so obsternat, junger Mann. Du hast keine Arbeit, betreust die Miete nicht, kannst mir also gucken, wenn ich per Hand gehen. Putzlappen oder was? Oh, nee, Fide. Was hast du da bloß wieder für ein Zwiebelkram gemacht? Mit den Köhlen. Du bist zu groß. Du, ich hab nicht mag, dass ich darf mich leid, wenn ich dich verjocht hab. Aber die Sorge ist auch nötig. Um was geht das denn all wieder? Tja, ich weet nicht, wo ich anfangen soll. Du hast mal wieder kein Geld, nicht? Tja, ich weet auch nicht, worum ich nicht recht komm. Just a man in so ein Boot, Silligo, Conny. Ich hab nicht ein Pen auf der Kant. Oh, geh doch mal weg. Nutzen pur mag, Ecki. Allerdings krieg ich mein Pension. Und dann betone ich dir das Vorsweiler zurück. Kannst mit Löwen, Ecki. Bitte. Ja, af und an. Das kann ich nicht abstreben. Af und an, Herr Wick, ja mal was zurückkriegen. Es steht eins und das Bo. Ob Heller und Pen. Du. Conny, ich weet nicht, was du mit dem Geld mogst. Ach, Ecki, ich hab doch meine Kinder zu versorgen. Sie sind nun nur mein Ein und Eins. Von doch hab ich Plisch und Plum das letzte Korn geben, das ich noch hab. Und meine Katten, ein oder weg kriegt sie ihr Leber. Das gibt ein Wegfällen. Was sieht es da denn? Conny, du übernimmst die mit den Menagerie. Ach, Ecki, ich wär doch allein, wenn ich meinen Söten nicht um mich hab. Wenn ich nur wünsch ich mir, ich habe die Kraft von mir, das hast du Kost und Logis zu geben. Aber mein Hart muckt doch nicht mehr so mit. Was ist denn das mit dem Maul? Dein Hart muckt nicht mehr mit? Ich hab immer gedacht, du hast Rheumatismus. Oh ja, doch, mein Rheumatismus hab ich auch noch. Hab mich auch gewundert, wenn du die von dem Trend hast. Nee, Conny, Cord auf und go, pumpen anderen an. Die poor Mark, die du mir gegeben hast. Ich hab mehr Freunde in den Novaschap als du. Und das will ich die Sängergarte, Thomas. Die Leute sind bloß so freundlich zu dir, wie ich zu dir holen, du. Zu dir und zu den Mieters. Worum wohl auch nicht? Wie mag doch kein Ärger. Wie nicht, Cornelia Brückner? Na, ich mein beten wohl. Ob meine Orden. Das sind Leute nicht verstört, was du hier so magst. Was ich hier so mag? Ja. Ich mein, hütigen durch sind die christlichen Tugenden Wohltätigkeit, Vergebung und Toleranz. Nur mal einfach vergeten. Ich tu jümmers mein Best. Conny, ich hab kein Tiet mit den Verdrach über christliche Tugend und was weit ich an zu hören. Ich muss das eben um dich bringen. Ich weh, ich bin nasche Person, die sich viel zu viel um ihr Freund kümmern weit. Nu spähle nicht so ein Theater. Du hast doch kein anderer Main über mich und mein Mieders, als der Norwas-Lied hier in der Straße. So ist das mein Leibste. Hätt ich eh nur was mogt oder was secht, was
gegen die ist? Nee, hab ich nicht. Nicht nur, als vor Tainion mein Perlenring verschwunden wäre. Bin ich nur der Polizei loben? Nee, bin ich nicht. Den Perlenring hätt sich doch anfunden. Ich bin's dann de Fee mit in den Hus und mang all den plönen Leichen. Ja, du hast so wohl mit der Tür in so was. Das löf ich nicht. Ich mein doch bloß, kein Mensch kann von mir sagen, dass ich intolerant bin. Und Eggy, auch dein Geheimnis. Was ist damit? Ich hab das nie nicht verraten. Kein Mensch hat das zu wegen kriegen. Wär auch dumm von mir, die das zu vertellen. Eggy, ein brugten Menschen, den er vertrauen kann. Und wo kein ist, wo Peter als Befreundin, der ihn versteht und auch vergeben deit. Hef ich die beiden mit dit oder dat zu vergeben oder zu vergelten? Wat ich don hef, geit die und nimm's wat an. Mag die dat? Eggy, du deist mir unrecht. Conny, ich kann nun mal nicht ab, wenn hier in mein Köck rumquälst war. Also gut. Du hesse 20 Mark und nun treck auf. Ich hef du don. Ah. Guten Abend, Herr Wolters. Na, Frau Brückner. Geht sie das gut? Danke, ich kann nicht klopfen, sei. Ach, mein Rheuma hat sich durch den Nacht bei der Mäh. Oh, da könnt ihr aber von Glück sein, dass das kein Arthritis ist, sowas wie mich. Mein Weh doch leicht mich. Ja, aber Arthritis ist ja viel leger als Rheuma. Die doch mehr sicher ist, wenn ich will hier kein Speed anfangen. Ist wohl auch besser, wenn du die Blüten auf den Bein machst, sonst gibt das hier noch was. Bin all weg. Danke. Gute Nacht, Frau Brückner. Da gibt Nebelbuden. Oh, ich mach nicht wie Nebel. Nachts in der Fabrik wehen, du. Bist mal so gut. Und sagst Anna, das Eten ist so weit. Und wenn wir just im Mandol sind. Und wir nehmen die Wittisch. Verlegst du darum nicht? Ich geb dir das Recht. Vergeht nicht, die Dirn ist fremd hier. Sie fühlt sich so ein bisschen allein loben. Ach, Anna, kommt zum Montor sitzen. Ich denk doch, sie habt Hunger. Arthritis ist doch viel leger als Rheuma, ne? Eggy, Eggy, hast du gehört, Eggy? Die Hüschen ist dort mal verkauft. Was? Na und? Darum brauchst du dir doch nicht so abzuplustern. Na und, sagst du? Betrieb doch! Du schaffst das Hus kölpen, kölpen oder Hutzchen, so ist das, Eggy. Das Geld hast du doch, oder? Dreh mal durch den Raden. Na, und wo den Schalikte nur hin? Ich hef dat wusst. Ich hef dat wusst. Ein Froh und Hus, das bringt kein Glück. Das bringt kein Glück. Oh nee, Paul. Du bist mir eine schöne Hölle. Eggy hat bloß kein Geld, wie du nie betolst. Wegen die kann ich nur unter die Brüche schlucken. Dann fang mal nur alle an und pack den Plünden zu hoch. Borderfinger! Borderfinger! Sech du nie Borderfinger! Hey! Eggy, du schickst mich doch nicht in so'n Heim, oder? Klar, und ich fahr wieder zu See. Hör mich noch mal! Ich hab hier mal gedacht, ich hab zwei Mannsflüge in mein Hus. Wie mir werden zig Mieters in all die Jahren. Und jeder ein Hanson oben gewerlegt, wo uns kann ich Eggy helfen? Hier aber hangt du an den Schattenbad und quälst um! Die Schlappstärken! Gott sitten! Paul, morgen gehst du in der Spedition wegen Arbeit. Was für Arbeit? Anna Welkepp wie den Ersten. Oder betreust du wie dein Kostgeld. Oder du kannst sehen, wo du abbliebst. Habt ihr uns was tun? Ja! Aber wenn und du hast ihn damit wieder! Ich will dat Hus köpen. Mir wird Albert hinfallen. Guten Appetit. Mein Zeit, oh. Fiete. Du vertell mir nicht, du hast empfunden. Hab ich.
Käfig. Leicht wohl taufällig bei dein Ronstein, oder? Wiss und worafte. Oh, nee, Fide. Danke. Na, dann macht jemand eine Arbeit. Ja. Sieht meist so gut, als hat er Plunabilet nutet. Oh. Ein Don't, für dit fest langt das noch. Hey, mein Lieben. Ich glimmer so schön. Eggy, hast du denn das Geld Jimmers noch nicht zu hoch? Nee, hab ich nicht. Oh. Ich hab eins versöcht. Mehr kann ich nur nicht tun. Halben Tag dort putzen. Frau letztlich schweigen sie fast der Anstellung. Und auch für Anna hab ich was in der Kleiderfabrik besorgt. Was wollt du noch? Hier blieben, Eggy. Ich muss hier mit dir bleiben. Das weiß ich doch. Ja, und wenn du uns nur vor der Tür setzt, was du denn alles die für mich finden? Ach, Fiete, 100. Du hast Arbeit, Betals, Kost und Logis. Jeder ein wäre glücklich, so einen Mieter zu kriegen. Ob dein Bett magst du selbst? Muck die beiden denn ihr Bett nicht selbst? Bloß Anna. Warum wär sie denn noch nicht mit Eden? Sie verkrüppt sich in der Kurne und snackt nicht ein Wort. Das haben wir nach oben. Ich will wirklich nicht, weil ich von den Dieren holen schall. Oh, mein Zeug, was ist denn du? Oh, nix. Gar nix. Mit einmal wäre mir so ein Becken zwiemelig. Ich hab wohl die Balance verloren. War denn du bitte? Ja, ja, danke. Was klatter ich auch auf dem Stuhl? Mein Zeit. Er wird mich verjogen. Nun mag nicht so ein Theater, Fide. Ist doch nichts passiert. Kick mal nach, was du noch Smoking-Karton findest. Da ist für einen Baum. Ich trink wie dessen Glas Wasser. Ja. Ich weiß nicht, was ich glaube. Und die ist dann schiede wohl, wo er mich abblieben darf. Du hast gar nichts von mir. Fide, du weißt, ich mach nur mal kein Lüt, diese Kleid dort. Hallo! Oh. Oh. Weihnachten, was? Smog, ne? Für die Kack hat sie Choräle sungen. Wir können einfach mitspielen. Das hätte ihm gefallen. Zu Weihnachten ist das nun mal so. Denn sind die Menschen freundlich und verträglich. Tja, und das dort fest ist eins, wenn er das wäre nichts wegen. Ja! Hallo, viele Millionen! Warte mal, der Kind ist doch dumm! Ach, Eggy, hier ist das Geld. Oh Gott, oh Mann! Hier ist das Geld für Kost und Logis. Zwei Mond! Dann guckst du denn die Bett nicht selbst? Was hat das denn zu bedüden? Wo muckst du denn in Bett nicht selbst? Hä? Was schall dat? Oh, mein Junge, das ist aber zu fail. Der Rest ist für den Sportpott. Danke, Frau. Kommt ordentlich was zu hoch. Nee, das langt noch nicht. Oh, sie im Bett kann er noch liegen, so was morgen. Da muss ich. Mein Gott, Fiede, Domin gefallen und tocke ab in die stinkerig Säpenfabrik. Ich trink hier noch erst meinen Kaffee. Ach, würd sie beten, wo Kelly Kid Nachmittag in Horden droppen, hef? Na? Unsere Prinzessin auf der Erbse. Anna? Mhm. Was hat sie im Detti den Horden zu tun? Das will ich nicht. Sie sieht doch im Mund. Und hätte so für sie kennengelernt. Was wäre so gegen fair? Ich will dich helfen, sie mag dumm Tüch. Ach, wat? Ich kenne so Ort von Röchmi nicht an, Derns. Die Ilzig in sie sind was Besünners. Just so was, Lilly. Okay, ist Lilly denn du am Wetter? Lilly, wär mi'n Dern, Borderfinger! Borderfinger, wie? Oh, sag dich mit Borderfinger, du mich. Das ist doch lang für Bifaul. So, quer sie ja. Nee, Lilly. Ja, zu Sommerstid sind wir ordentlich spazieren gegangen. Durch das Gras, den Bakedoll. Dann hätt sie sich angekuschelt und hätt mich so ganz schüchtern den abdrückt. Ganz, ganz dull, wo ich sie dann nehmen und er so einen richtigen sollten geben. Sie auf der Finger tut Haus dann. Du kannst sie nicht benehmen, du Pflegel, du! Ich glaub, die deren wär bang für die. Ach, was bang? Die Polizei muss doch annehmen, ich wohl ja die Kehldolchs nieden, so was sie auf dem Revier rumkrakeelt hätt. Und was wär schön?
Nix! Bloß erklärter Lockermärmel. Verdammt, ich war Volk. Aber von Smugge Derns kannst du nicht loden, wat? Stell mal den lieben Baum, Dorbentisch. Du bist doch der best, mein Jung. Der junge Dernes wäre zurück. Oh Mann. Eggy, der junge Dernes wäre zurück. Gut, hier ist dein Brot. Oh, danke, Eggy. Und gute Nacht. Gute Nacht. Es läuft wie die Nachtschicht nicht in. Nimm doch nicht. Na? Moch du gern weten, hätte Junge der nur wat eten oder nicht? Das gift das doch nicht. Was der Ole Schröder sagt, das stimmt. Sie ist eine Heilige. Ja, mein Ecki, das bist du. Eine Heilige. Was tünst du da? So was will ich nicht hören. Du, ich kenn die Frau und Lüt. Und ich kenn bloß ein Frau, die durch und durch gut ist. Ach. Und das bist du, mein Ecki. Für mich bist du der Heilige. Heilige oder nicht Heilige? Von oben stich ich in eine Bordbahn. Und du bist wohl so gut. Letzt mir das Wort erinnern. Das mag ich. Wie das kann ich noch einen Tiet lang mit Annas machen. Sei packt? Das gefällt sie bei uns nicht, wat? Einfach so abhauen? Nun komm, Anna, ruht mir das Bock. Das kann nicht mit sich allein rumträgen, das schafft ihn nicht. Hebt sie in eine Fabrik, was anstellt. Anstellt? Ich? Wieso ich? Ist denn jünger als mein Schuld? Was wird denn? Ach, eine Fabrik kann mich nicht umsonst, das mag ich doch. Nee, ich kann und will doch nicht mehr arbeiten. Wären sie denn jünger freundlich, tut der Lüt? Oder hätte sie sich doch so benommen als hier bei uns? Warum nutze mich nicht allein? Gut. Wenn sie das bei uns nicht gefällt, dann sögt sie sich eben woanders was. Der Kummer war ich los, kein Bann. Und mag sie sich das, Anna? Ich käf die Lücken den nächst voll. Das ist aber hübsch. So verfährt fünf Jahre. Hilft das bei uns noch bannig, wenn euch. Da hat in Düsselkummer auch ein Junge, der wohnt. Sie haben Bartschminke, Lippenstifte und was weiß ich für ein Krimskrams. Und an mein Geburtstag hätte sie so lang drammelt, ich schon mir doch mal von ihr Trecht morgen loben. Och, erst hab ich mich strüft, das drüben sie im Pool. Und der ging das los. Die Lippen, die Backen und über die Augen, so wie Violettfarb. Und dann hätte sie mir noch die Haare mit so einem Korkelbundsläuf hochbunden. Ach, ich sehe ich und als die Königin von Saba. Naja, als ich in die Köln kam, hätte die ganze Bagage losgebrust. Der Ole Fiedel ist glicks nach Tante Meier erfaut. Anders wird noch was passiert. Als der Dern untrocken ist, hätte sie mir ein Kimono geschenkt. Beto habe ich ihn noch nicht tragen. Ist mir zu bunt. Ja, die Nacht ist so klar. Aber das ist kalt hier. Komm, Anna, die geht in die Küche. Da ist das kommodisch, ja? Warum sind sie zu Weihnachten nicht bei ihr Öllern? Der Hefiger sieht fünf Jahre nicht mehr sein. Und warum nicht? Dass mein Öllern Multit für mich haben, da kann ich mich nicht auf besinnen. Habt ihr keine Geschwister? Ich will allein. Vater hätte sich einen Söhn wünscht. Da hätte er jümmer und jümmer von faselt. Ich wäre ein bloßen Last. Und Mutter hätte nie nicht ein Wort dort gesagt. Nee. Mit Vater und auch mit Mutter will ich nichts mehr zu tun haben. Sie sind mit dem Wetter. Anna, das dürft sie nicht singen. Warum wohl nicht? Bloß wenn ich nur was Utfrickenhaar hätte mitkriegen, dann ich auch noch auf die Welt wäre.
Und woans ist das mit dat Freien? Oh, nee. Ich komm gut auch ein Menschenträcht. Ich brauch kein Mensch. Bloß in Waisenhus. Das sind Leute. Na? Nun mal wieder? Was wär in Waisenhus? Du wär das Leute jung und mit Mol hab ich gefällt, dat. Sie hebt gefällt. Das Kind mach ich. Wär dat so? Ich kam so richtig leif. Und hey, nie auch das Leute Kerl. Warum wohl auch nicht? Aber sie hat mich recht. Ihre Arbeit ist im Büro und nicht bei den Kindern. Bin ich durchdreht und sie hat mich kündigt. Als ich den Lütten Tschüss sing will, schrei ich hey aus dem Klock und legt mich nicht mehr los. Darf ich ihr mitnehmen? Und wo nehmen sind sie mit dem Aufbleiben? Ja, weg? Ich will bloß weg mit denen. Wie selten hat er eine Bohnen? Aber die Polizei hätte uns gefunden. Sei, hätte mich weggenommen. Das tut mir leid, Anna. Sei wär noch nie richtig mit dem Mann zusammen. Ich mein so richtig zusammen. Nee, nie. Vielleicht du hat das nicht mehr lang und hey, löpt sie wann weg. Sie wart freien und sie wart Kinderhem. Anna, sie brückt ein Mensch, für den sie da sind. Und der sie liefert. Mein Zeit, sie könnt ja lachen. Das freut mich aber. Ist doch mal was anders. Tja, wie so eine Lüde Utsbrock in der Deans kann halt was gut zuhören, nicht? Eggy, die Mann ist recht. So, lustige, warme Worte. Wie warm ist es recht, Eggy? Danke, Paul. Tschüss. Ich helf noch ein Beten mit dem armen Worm snackt. Madame, ruhig mich nicht an. Das stellt dich nicht so über die Dirn zu snacken, du Grünsnabel. Sie hat schlimme Tiden achter sich. Ich go ein. Ja. Ach, guten Abend, Herr Albert. Hallo, Simmel. Ja. Eggy? Eggy, Herr Albert ist gekommen. Oh, das ist ja richtig festlich hier, wa? Und hätte das mit vieles Geschenk klappt? Hätte klappt. Morgen um Mittag bring ich das vorbei. Der Infall ist doch tot, oder? Bist doch. Der Infall wird gut. Also, ihr wollt wetten, wir käffen Bach-Ideen. Ja. Und woanders läuft das in der Spedition? Allerbest. Das dauert nicht mehr lang und ich bin ganz borben. Ja. Man sind nicht mit den jungen Pär, ne? Für die Minschbrucken fasten willen, dann bringt ihr dann Oktober. Ja. Ach. Hallo, Ecki. Oh. Abend. Einen Abend. Ich habe ein Wieners Geschenk mitbringen. Ein Wieners Geschenk? Mhm. Für mich? Mhm. Oh, aber Gott sei doch Sinn. Danke. Wieners Geschenk. Das ist für Sie. Wie habt all zusammengelegt? Aber das ist ja Geld! Ja, das ist doch nicht wahr! Doch. Mit all das, was ich Sport hab, das langt für die Anzahlung! Die Anzahlung für den Fuß! Das ist doch nicht so glücklich! Hier? Ne? Oh, was für eine lange List! Ich bin auch nicht, wohin drin ist. Du! Ach, so, hier, Eggy. Danke, Paul! Paul, guck mal, der Untersuchungsrichter, das ist doch nicht so glücklich! Der ohne Zwingenbuck auf! Paul! Und hier? Die Chef von der Polizei. Oha, der hat ja tüchtig in den Taschen gegriffen. Und hier mein Ole Mieter, der Herr Borchert. Das Losohr hat überall die Zählers von Gas und elektrisch durchstellt. Ja. Oh, doch wäre so ein Tiet lang auf das Wetsche Gardinen kommen. Dach Nordfest schießt du furz am Makler hin und knallst dann das ganze Moos auf den Tisch, Eggy. Und den heftigen Hus. Mein eigen Hus. Mit was hab ich das verdient? Oh nee, ich komm mir mehr an eine Kölk-Dolls hätten und so richtig los. Hey, aber trifft, Albert. Wo ist heute nur da, Herr Albert? Ich hab von Abend nix für Sie. Rein gar nix. Ach, wat?
Ich weiß, dass mein Lüt, wenn ich mal bannig ruppig sind. Sie meint nie. Aber das dürft sie mir glauben. Sie meint das nicht so. Was ich singen will, Herr Albert. Wie habt sie gern? Wie habt sie gern? Ja? Frohe Weihnachten, Herr Albert. Das hört ein Mann, dass ich nicht ärgern darf. Vielen Dank, Eggy. Frohe Weihnachten und gute Nacht. Gute Nacht. Nacht, halt! Wo fährst du, Albert, und Kopf hoch? Das mein ich auch, Kopf hoch, Kopf hoch! Also, ich bin ganz verborst. Das habt ihr Lied für uns da. Die Sorgen bin ich nur los. Ja. So, und nu ist die Jägen Kohle fordern. Und du bist wohl so gut. Bringst Anna einen Tasse hinten Kaffee. Also doch keiner. Ach komm. Und vergeht nicht anzuklocken. Nee. Wo kennst du? Pass Kaffee. Kommt sie rein. Und Melk ist halt bin. Danke. Schon, also. Ja. Und? Läuft die Arbeit in der Kleiderfabrik? Ich bin da nicht mehr. Hab mich auch geil gewundert. Sie werden heute Nachmittag innen wie die Docks. Ich hab sie doch sehen wie die Docks. Tja, als ich noch so ein Lütten Butcher wär, da hab ich da auch gar nicht viel Tito bräucht. Ich krieg in die Water und hab so von mir händrömt. Den Bengel ist ein Fuhl, ja, kein Vater, echt. Hey, der ist nicht fehl. Und ich kann einen Jack voll kriegen. Und? Gefällt sehr ihr Arbeit? Ich kann nicht klagen. Vielleicht kann ich doch was für Sie tun. Haben Sie Lust? Ich muss was tun. Hochnötig. Was macht Sie denn? Büroarbeit. Schriftmaschine und so. Was? Das könnt Sie? Also ich nicht. Und? Was macht Sie? Ich bin der Boss von der Exportabteilung, ja. Nee, das ist doch schief, was ich doch erzähle. Die Wahrheit zu sagen. Ich wollte Kisten und Säcke und Lager und fähig gut und... Also, der Boss bin ich nicht. Eins durchs, warte, das schaffen. Ich hätte eine wahre Idee. Ja, ich kann die bloß nicht so unter die Lüt bringen. Das begriebt mich nicht. Der Doktor, der hat einen dollen Wagen. Will ich sie besuchen? Ich bin nicht krank. Ja, komm mal! Guten Abend, Herr Doktor. Schönen guten Abend, junger Mann. Ich hab sie mal mitgebracht, oder? Ja, das wollte ich hier aufgeben. Ein Guss und ein Bottle Rotwein. Rotzbone ist die allerbeste Medizin zur Weihnachten. Danke, Doktor. Bitte. Hier ein Guss und Rotzbone. Oh, hallo, Fräulein Kirsten. Ach, da. Ah, woran's geil zu der Tüt? Ich fühle mich ganz gut. Peter? Peter, danke. Ah, bitte mehr auf der Rippen wäre noch Peter. Oh, nee, bloß nicht. Doch, doch. Und, gefällt sie das hier, Biergi? Ja. Kommt sie doch mal in meine Praxis, ich will sie mal untersuchen. Mhm. Ach ja, und dann habe ich noch was mit sie zu besnacken. Ja? Ah, darf ich mir ihren Wagen mal ankicken? Röch auch nix an. Gern. Danke, Doktor. Das ist wegen Frau Thomas. Sie ist nicht gut auf dem Damm. Und das wird nicht mehr lang duren, denn hätte sie Hölp nötig. Was? Hölp? Tja, also das ist bloß so. Also wenn ich ihr 60 scheiße ich schon. Denn so lacht sie mir was gut. Sie ist bannig eigen. Das ist es, ja. Darf ich sie um was beten? Und was ist das? Ich weiß, sie hat keine Familie. Ruck sie bei mir an, wenn was mit Eggy ist, ja? Das tue ich, aber... Danke. Hier ist meine Telefonnummer.
Also, ein von den Mieters hier schuldet nur zu Weten kriegen. Zu Weten kriegen, was? Freund Anna, bitte. Ich muss dir das sagen. Eggy hat nicht mehr lang zu leben. Nee. Nee. Das ist doch nicht. Leider ist das so. Ja. Könntest du denn nichts mehr für Eggy tun? Nee. Bloß der Wehdruck kann ich aufnehmen. Das wart nicht mehr lang du an und sie kann nicht mehr arbeiten. Was ist das möglich? So ist doch so. Ja, so vital. Anna, sie sagt aber kein Wort. Da kann ich mich doch auch verloten. Ich sag nix. Weht Frau Thomas, dat sie? Sie wettert. Wen kann Eggy nix vermuten? Oh. Aber von wem nimmt sie denn bloß den Krasch hier, so für uns zu sorgen? Dach für Dach. Für fremde Lüd. Also, das will mich nicht in den Kopf. Ja, und das ist das, was uns der Herrn Professoren um die Universität nicht beibrücht hat. Aber das ist Gott zu weten, dass das noch Menschen auf dieser Welt gibt, die so sind, dass uns Eggy sie wollten auch ob ihr, ne? Das mag ich. Danke, dass sie mir das gesagt haben. Gute Nacht und frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Doch, einer Kerze. Wo soll das denn? Weiß ich doch nicht. Ich schenk mir noch ein Glas Rotzbullen. Wie Lippen ist aber noch, mein Junge. Ich kann uns Stiefel verdrehen, man. Kein Bank. Wo soll unser Tee? Wieder doch eine Kerze. Ich krieg achter nur, dann willst du da. Ach so, ja. Und hier ist halt der Zahn der Zeit nach auch an großen Dingen. Ja, das kannst du wohl sagen. Ach, Eggy, hier, das ist für dich. Für mich, Paul? Oh, nix Besonderes. Blut so. Hast du das taken? Oh, hab nicht lang geguckt. Ein Schiff mit Salz, das Meer. Die See galt hoch. Aber der Sonne schien. Und denn hier? Frohe Weihnachten, dein Paul. Ich danke dir, mein Lippen. Das ist doch ein Söten von mir. Und noch ein. Hol ab, ich sei ja ganz rot. Hol ab. Und das hier ist von mir. Ach nee. Nun komm, mach das ab. Ich bin ganz durcheinander. Oh nee. Kickt jo das an. Hübsch. Hübsch. Das Dog ist wunderschön. Hast du das mag? Den netten Blumen, jo. Ist nicht so. Oh. Ich hab gefunden, weil es mitten in Griechenland liegt. Gott sei Dank. Bloß die Frucht, die hab ich nur wieder vergeben. Ich geh ein. Okay, ist da denn du Weihnachten? Eggy. Hier. Von mir. Von die für mich? Hm. Und nicht für eine andere? Oh, was ist da denn, Frau Thomas? Ne Buddel. Und was ist doch wohl bin? Ja. Kliester. Der könnte mich go to pass. Den Buddel von letztes Jahr habe ich gebrockt. Danke. Hallo, mein Schwur! Danke, hallo! Ich geh ein. Ja, ist alles gut. Hallo! Danke, Alter! Guten Abend! Du schön fröhliche Weihnachten! Fröhliche Weihnachten, Alter! Fröhliche Weihnachten! Du machst eine Welt, als hier fährst! Was ist das denn? Ja, das ist ein Safe! Profite! Du hast Danti, wa? Ja, danke! Oh, der ist bloß pumpt! Vom Brüller Mordens. Na, und fest muss ich ihn wieder zurückbringen. Ich krieg so viel. Hätte doch gar nicht den rechten Schick, also ich weht nicht. Kein Banco, Thomas. Das ist jo Prachtexemplar. Wie Arthritis, wa? Du Bilder, du. Du kommst da noch ein Versäug an. Hey, doch, hast du Zeit, denn zu knacken. Nur du wiehst uns, was du kannst. Und hast du jemals recht fest? Kein Sprengkapseln? Ich doch, nee, bloß der Hand und der Ohr. Du musst mal kicken, du musst mal kicken. Ja, Anna, gut sieht sie gut. Danke. Das ist ja ein Prachtexemplar. Was? Hey, meint den Safe. Ach so, ach so. Ja, ich hab doch mir froh, dass ich so recht sieht, wie da da bin. Tschüss, denn. Hüt kriegt jeder von mir in den Obdrück. Gut kneben, wart nicht. Ja, wer sagt denn, dass ich unkneben will? Holst du ab, das lang? Also,
Tschüss denn und schönes Abend. Ja, Kopf hoch, Kopf hoch. Anna, die will ich noch was singen. Schenken kann ich die nix. Aber mir durch, das ist auch so ein Ort Geschenk. Bitte schön. Oh, danke, Paul. Und was ist das? Das dauert nicht mehr lang und mi hört das Hustau. Du, Anna, hast keine Arbeit. Und mi fällt das bar nichts vor, dafür zu sorgen, dass die alles ihn rechten Schick hat. Da hab ich mir so gedacht, Anna kann mir doch zur Hand gehen. Auf und an bloß. Reinmoken, sich um das Essen kümmern und so. Ach, das tue ich doch. Kannst du dir vorstellen, dass du mit diesem Slöpen Drivers zurechtkommst? Na. Oh. Und wenn ich mal nicht mehr so kann, dann smittst du hier den Laden allein. Und ich bin hier wie Jo, bloß noch als Mieter in die Kuh. Und ich, gnädige Frau, fahre sie dann in einem Rollstuhl über die Straße raus. So, nun lass uns noch einen Tisch abrühren. Was ist denn blieben? Da tue ich. Wenn wir alle totkriegt sind, wie fix davon ab? Prima Idee. Was ist bloß so? Tunvergnügen. Ach so, bloß Tunvergnügen. Was ist gleich los? Ach, ich bin ganz dünn, Anna. Ich weck nicht. Komik oder Goik? Na, dann goht sie doch, Frau Brückner. Paul, nicht so verschummt, junger Mann. Nicht in diesem Augenblick. Conny, wir haben noch Radelsknack von Abend. Was wollt du? Mein Amethystarmband mit den Brillanten, das ich von Herrn Brückner zur Hochzeit kriegen hab, das ist weg. Du meinst, du hast das verloren? Nee, ich bin sicher, dass es klappt. Conny, du hast bloß nicht ordentlich Söcht. Doch, Eggy, heftig. Ich wollte früher mittags in den Kark wohnen. Und da habe ich das Armband auf mein Lüft versteckt und innen auf die Flurgarderobe gelegt. Conny, das habe ich doch nur ein Time-Mall belebt, da du was versucht hast und ich hab da den neuesten Wetter gefunden. Eggy, ich weiß doch, was ich do. Ich hab da doch absichtlich auf die Flurgarderobe gelegt. Und warum hast du denn nicht vor zu imbun? Du wusst doch in den Kark gehen. Nun, Eggy, ich hab nicht so viel Glück als du. Für mich hab die Lüft kein Geld sammelt. Wo kein hätt die dat vertellt? Hast du denn mein Namen nicht auf der Liste von? Nun ja, viel geben konnte ich ja nicht, aber... Du willst also, dass ich hier Geld hab. Und wat kümmt nu? Nun, mein Liebste, das ist so. Ich hab nur mal Export, um mein Hus zu köpen. Und da hab ich mir gedacht, ich verköp einfach mein Armband. Sie hat mir gesagt, ich krieg so allerhand für. Ja, und nu ist das klaut. Dann go nach der Polizei hin. Eggy! Uns Finger sind nicht schiedig, Cornelia! Wir müssen uns bei der Polizei hier haben! Wo kein meint sie? Hat das klaut? Ach, ich bin Säger, mein Liebste. Sehan hat nie nicht nur. Verwiss nicht! Was seht ihr, habt ihr krankhaft, aber nicht kriminell. Was fällt sie in? Nein, willst du von der was Anna Donut? Na, das stünd doch in der Zeitung. Tragischer Fall von Kindesentführung aus einem Heim. Was? Das ist alles, was sie anstellt hat? Mir durch das ist gar nicht so schlecht. Die in Heim können sich doch freien, wenn sie ihn von den blöden Butchers los sind. Und ich hätte halt gedacht, sie haben Dull was utfreten. Das ist doch wohl lachhaft, so auf nur Kumpel. Siehst du? Uns kannst du nicht bang machen, Cornelia! Ach, Eggy, nur die Polizei hinrennen, das liegt mir nicht. Mir grob für diese riesige Vorgerei. Fragerei, was hast du wohl zu vertellen? Nun, da zickt eine gewisse Person, ob Frau Remsig ihren Hof Köln in sagt hätt. Du hast also mal wenn auf der Lua liegen. Und nun wollte diese gewisse Person was an Tüch flicken. Nun, ich nehme an, die Polizei wird mich fragen, was ich über das Hus und sein Lüt weht. Die Polizei weht alles über das Hus und sein Lüt.
So? Wirklich eins? Weißt du, was ich läuf? In den Geldbüdel ist mal better Ebbe, nicht Cornelia Brückner? Aber heute hast du kein Glück. Ich hef das Geld für mein Bus kriegen und ich gebe das nicht weg. Du hast ihn all die Jahre noch von mir beutscht. Was ist das denn? Du hast dir so alt. Du hast er Geld lehnt? Ja, wir sind doch Freunde. Aha, so langsam begrieb ich das. Sei kümmt, um sich von mir Geld zu borgen. Und dann sabbelt sie mir was für. Ich kann doch eins verstehen, was hier so passiert ist. Und ich bin doch nie nicht nach der Polizei hinlopen, ob ich erst mit dem Ring verschwunden wäre. Wir sind doch Freunde. Ja. Das spielt all die Jahre mit mir. Erpressung? Was hat Engels Gesicht da? Das ist ganz einfach Erpressung. Nun haut sie doch endlich ab und blieft sie da, wo sie herkommen sind. Wie ist das hier zu loot? Ich komme vor der Tür. Hast du denn nicht gehört, was du so froh sicht hätt? Ach du! Nee, ich halte down. Nun hör mal, Gautau. Mein Plan bringst du nicht durcheinander, du nicht. Das blieb doch wie Nordfest, geh an den Makler hin und betal alles an. Und das könnt sie doll flugen, Frau Brückner. Warum mir das freut? Nun klappt doch noch alles so, was du dir da dachtest. Viel Glück hätte sie ja betont, ihr Leben nicht ab, ne? Was hätt das nur, Alter? Nun, ich denk an Anatiden. An das, was hier keinen weht. Conny! Oh, mein Gold, die verlangt nun. Und Miss Brock! Was weht hier keinen? So viel als mir bekannt ist, hebt sie doch all Bewährung. Und nimm's, hätt den Tuchthus seten. Cornelia! Würd sie sagen, dat Eggy in Knast seten hätt? Och, das ist lang, ey. Das sind lang! Guck mal sehen, Anna! 100 Cold Water! Ja! Ich sag Verbandstüch! Das ist doch morgen, was sie sich hätt! Das ist doch morgen, was sie sich hätt! Hast du sie nicht mal? Den rönt doch Stante Pina der Polizei hin! Oh, das läuft doch schiegut! Das stimmt doch nicht, was das Leugen wohl sich hätt! Geht das zu mir, der? Ja! Ey, hast du mal Satan? Ja! Ich hab Satan! Für mehr als 30 Jahre hab ich Satan! So, du willst du das? Das glöf ich nicht. Nee, das glöf ich nicht. 100 Mal hab ich die Sicht, dass ich auch nicht besser bin als der anderen. Und was hast du anstellt? Betrug. Laut Anklage wird das Betrug, was ich dann hab. Und warum hast du das dann? Was Lüde deren hab ich all mitkriegen, was Armut ist. Und ich will nicht, dass mein... Ich hab Gründe noch. Du bist ja auch nicht besser als die Rest von uns. Hab ich das recht? Ich weiß bloß, dass du wohl nimmst, ob der Welt ist, die dafür sorgt, dass ein Slöpendriver als du einen Dach über den Kopf hätt. Ecki. Was ich doch für ein Secht hab. Wo gut du bist, stimmt nicht. Ich hau ab. Geh wieder abgerote fort. Ist mir doch egal, was du da heißt. Du bist ein notwussten Kerl. Ich hau ab. Mit deinem ersten Dampf an deinem Krieg hau ich auf! Gut! Gut, was ein Kerl, hab ich gesagt. Das ist das Elend, wie all die Leute hier bei mir bei ihnen sind. Meistenteils werden sie Kinder. Eggy, Herr Retter. Wieso? Diese Cornelia hat doch gesagt, ihr Armband ist klaut. Na, du hast doch wohl nicht mitkriegen, was sich hier abspielt hat. Da denkst du, ich bin doof. Sind wir noch die ganze Zeit mit ihren Tresortour gegangen? Da lebt sie da. Ja. Der Old Fiede, das ist ein ganz blitzig Jung. Soll ich dir sagen, was diese Cornelia ist? Paul hat recht. Das ist eine Erpresserin. Und Erpressung, das ist Paragraph 253, zumindest 5 Jahre. Das sagst du so. Hast du Beweise? Habt ihr ihren Köter nicht gehört? Ich wäre eben in der Hus. Das ist nie wahr. Doch. Und das Armband mit den Brillanten und mit den Amateursen, das leg ich unter den Treppen. Das ist doch nicht viel. Das all Glas und Blick und wieder nichts. Du Deutschbaddel! Was hast du da anstellt? Eggy, ich hätte doch die Dome. Hier, Leute! Ja, da kriegst du nichts. Ich hab mich erst nicht, du!
Du hast nicht mal mitkriegen, dass dein Armband wirklich weg ist. Und du kannst dir doch nicht frisch geben. Vielen Dank, mein Liebsten. Oh, da gibt's doch ein Corpus Delicti und das Ganze ist eine Erpressung. Und du hättest mir so ein Müll gegeben und schiet aber. Ich hab überall Sücht auf eine Treppe und so, aber ich hab das nicht gefunden. Anna, Domin gefallen, bring Fiete in sein Koma. Kommt sie mal, Fiete. Motto. Ich hör doch da für Eggie Dose. Ich kann doch nicht tun, unter den Kager krieg. Bogen snackt wie überall. Ich komm bloß, wenn der Trüch will ich. Ich will nicht, dass wir uns trieben. Ist doch Weihnachten. Cornelia, ich glöf dir nicht ein Wort. Doch, ich glöf mich. Glöf mich. Aber nun hätt ich mein Armband, jo wetter. Und eins ist vergeben und vergeben. Meinetwegen. Tschüss. Ich überlech mich bloß, was ich wegen Herrn Wolters unternehmen, du. Hausfriedensbruch. Und auch wegen den jungen Mann, der mit Metzep mir losging. Du wollt was unternehmen gegen Paul und Fiete? Für das, was sie tun, verdient sie doch erst drauf. Das ist doch mein Pflicht, Anzeige zu erstatten. Das hält also wie die vergeben und vergeben. Ja, mein Dirn. Und nun hör mir mal zu. Der hat eine Idee. Eine wunderbare Idee. Warum setzt du denn nicht einfach die Tür und trägst du mir ein Minus? Das heißt, wenn ich das Geld für mein Hus zurückkriege. Brauch mich nicht noch mein Geld! Lob mich allein! Ja, aber wenn ich mein Hus nicht köpen kann, dann muss ich mich allerwegs verzögen. Und das will ich nicht. Mir gefällt das hier. Auch wenn ab und an mal bei mir inbrocken wird. Auch wenn so ein Bengel mit dem Metzöp mir losgeht. Mein Gott, du meinst also, wenn du von mir das Geld nicht kriegst, läppst du noch der Polizei hin? Kannst du mir einen anderen Vorschlag machen, Agathe? Ich kann das ja verstehen, wenn du die zurücktrecken deist. Ist vielleicht doch Petersohn. Du sagst ihn in Koma, weg weg von hier. Und dann hast du den Ruhm. Ich schrieb auch eins ob mein Liebste. Ist nicht kalt für morgen, trägt sie sich bloß warm an. Das fröstig mag ich. Nee, nee. Geteilte Arbeit ist halbe Arbeit. Hast du Paul zu Gesicht kriegen? Nee, sie dreht doch nicht. Wenn Paul aufhaut, dann war das still wie uns. Der arme Kerl. Hey, mach das mir nicht sünderlich. Warum geht sie denn bei der auf den Dumper? Hey, kann und kann sich mich entschuldigen. Era bitte sich ein Stück von der Tür auf. Frau Thomas, wozu hüten und Makler? Oh, das wäre mal so ein Dach für mich. Eins oder Hand rutscht. Sei wären Weihnachten doch ein Titel lang mit Frau Brückner allein. Was hätt sie noch gesagt? Och, nix aus Tünkram. Sei hätt mir da Geld verlangt, nicht? Und sei hätt ihr das geben? Was kann ich anders tun? Du willst doch mal das Hate auf Bewährung.
Fiete und Paul auf der Trallen? Nee, das überlebe ich nicht. Wie habt ihr uns das gedacht? Ich hab immer geglaubt, mir kann keiner in Dorn düggern. Aber das, wie für das schafft. Frau Thomas, was soll denn nun warn? Oh, das ist Fiete. Inner uns, Anna. Ich krieg heute Morgen Besuch. Und von denen war ich mir das Geld borgen. Morgen, oh. Fiete. Morgen. Na, ist kalt von Dorn, nie? Jo. Wo wird mit dem Tassen Kaffee? Jo. Was trägst du denn für einen Snoot? Ich bin inslogen. Was ist? Als unsere Führerarbeiter von morgens kommen, hab ich slogen. Und was hätte ich gesagt? Wo utlümmelt hätte er mich? Na ja, wenn er die nicht für die Tür setzt. Ja, dann hätte er aber doch. Hier. Das sind meine Papieren. Oh, Fiete. Hast du gedacht, ich schenke mir einen Kasten Pralinen? Rutsch mit dem Enemy oder der ist einfach bloß wie ein Wachmann, wenn es wird. Nun ja, so gut wird er doch ja noch, auch wenn er nicht in derselben Fabrik. Hätte doch auch sich dunkel. Ich bin sicher, du findest einen beiden Arbeitsday. Frag doch mal, wie das macht, Rudi. Reinigung oder als Parkwächter oder sowas. Du meinst als Optiker? Ja. Nee, du Tietleben, hätte ich schon mal in der Nacht arbeiten, da hätte ich mich nur anwenden. Mir fällt Albert in, kein Bagen. Oh, ich komme mal. Wo lob ich bloß rum, Mensch? Ich krieg doch nur mich oder keine Arbeit mehr, Eggy. Wo Thomas Köfter, Lotze? Kommt sie mal ran? Ich bin wohl ein wenig zu früh hier. Oh, nee. Und ihr No? Was soll ich sagen? Günther, Matthias Günther. Gut, sie doch sitzen. Frau Thomas? Ein Herr Günther ist hier. Eine Minute noch. Hast du Bewährung oder kommst du direkt um den Knall? Ich verstehe nicht. Ja, kommt er denn nicht wegen Paul, sie in Koma? Ne. Morgen? Warte mal, hast du die Welt, dass du dich doch antüter? Ist mir ein bunte Quält. Ich hab was mit. Mit diesen Herren zu besnacken. Dort mir gefallen und lot uns allein. Ja, und mein Frühstück? Das nimmst du mit? Ja. Den Kaffee nehm ich mit. Oh, das gibt's. Wir proben noch was zu tun. Hallo, Mutter. Siehst gut aus, Matthias. Ich kann nicht glauben. Das sind nur... Wo lang bist du nicht mehr hier, Wayne? So an der 5. Session, denke ich. Ja. Trinkst du einen Tass Kaffee? Ich sag nicht nee. Go sitten. Danke. Bist du mit dem Balkon? Ja. Und ich kann mir auch nicht lang abholen. Ich have to down in der Fabrik. Läuft alles noch Wunsch? Ich kann nicht glauben. Ich bin nur Abteilungsleiter. Och, kiek an. Du trinkst doch einen Kaffee mit Milch, nicht? Stimmt, jo. Ja. Das weiß ich noch. Aber kein Zucker. Ich muss aufpassen. Und die Frau? Wo geht Marga da? Gut, danke. Und die Kinder? Bestens. Anton kommt für kommen, ja, der Schule. Der Tiet jocht man bloß so. Hast du Bilder wie die? Leider nicht. Ich hab den Brief kriegen, Mutter. Und nicht von dir, dass die Klicks kommen bis Matthias. Was ist, Mutter? Du, ich hab nicht fehlt, Tiet. Eine halbe Stunde geht mir top. Gut. Matthias, ich sit in der Klemm. Das ist so. Der Hüß hier wird verköpft. Und nu will ich das hier köpen. Und warum wollt du das köpen? Ich bin doch hier zu Hus, Matthias. Was willst du haben? Der Makler verlangt 50.000 Mark. Toh, das ist viel Geld für den alten Kasten. Ich weiß, aber du kennst meinen Dickkopf. Ich will das nur mal haben. Ach, Mutter, überleg dir das. Überleg dir das dreimal. Ich blieb, Dobby. Du kannst bei der Bank eine Hypothek abnehmen. Hast du mal gefragt? Ja, ja. Aber was ich nur brug, ist das Geld für die Anzahlung. 10% sind das. Ich nehme an, du hast den Koma so als früher an dieser Lüt mit Bewährung weggegeben, oder? Ja. Und? Kriegst du jeden Monat die Miete von Jem? Meistens ja. Das heißt also nee. Anders hast du dir noch von beten, was zurücklegt. Gott, nee. Hast du denn auch eins abgeschrieben? Nicht akkurat. Wohl du wegen, weil ich allang an Dienstag da habe. Ich wär untrocken und hab mich anerwähnt zum Koma söcht. Hübsch und kommodisch. Das will ich nicht. Ja, den will ich nicht, weil ich für dich tun kann.
Matthias, ich hab mir gedacht, vielleicht kannst du mir helfen. Du kriegst das Geld doch bei der Treuhand, so ich das kann. Der Weihnachtszeit ist ein dürer Tiet, ja. Und dann die Hypotheken für mein Haus. Elk ein Mord mit der Brotwehen. Und du kannst die nicht fürstellen, weil ich just nu an Ende von Johann anders noch für Utgorven helfe. Matthias. Das ist nicht so, dass ich das nicht helfe, verstehst du? Versteu ich. Bloß Hüllingendorf mit mehr als vorsichtig mit dem Geld im Gorn. Das weiß ich doch. Und wenn ich mein Geld anlege, dann muss das auch für mich arbeiten. Mutter, überlege dir das mit dem Kopf. Überlege dir das zweimal. Entschuldige, ich helfe in der Firma, sech, dass ich Glocke helfen, wenn ich an Land bin. Aber sag mal, hast du wohl einen Lappen für mich Show? Sei so bannig, stövig. Heftig, für besondere Zwecke. Wenn du Abteilungsleiter in so einer Showfabrik bist, dann kriegt die ganze Bagage bloß auf den Show. Das kann ich mir vorstellen. Ja, komm, laut mir das morgen, Mutter. Trägst du mal ut und trink doch in Raudin Kaffee. Wie das kann ich sie dich ja putzen. Als Mutter habe ich nicht viel tüchtig, weit. Und das tut mir leid, Matthias. Das ist doch lang für Bi. Wir haben auch schöne Tiden, nicht? Ja, ja, nur. Lass uns doch von was anders snacken. Aber von dem Dach an, wo alles für Dach käme und ich für Gerichtsdown hef, bist du mir unten weggekommen, Matthias. Was heißt denn anders Dome kommt? Ich will mein Jung. Sie haben eine Show mit Fingers auf die Wiest. Das wäre für so einen jungen Kerl nicht einfach. Darum bin ich auch weggekommen, Bremen, und hef mir hier den Namen von Minöllern tolecht. Mutter, du hast dann eins bloß für mich, und das wenig Matthias, doch mal. Matthias! Als dein Vater von uns so ist. Hey, wer ist 35 Jahre? Wüsste ich nicht mehr in noch gut. Wir haben nix, rein gar nix. Und dann hab ich don was ich don hef. Aber ich hab mich schamt für das, was ich don hef. Das kannst du mich glauben. Weil ich nicht begreife, Mutter. Wieso kannst du mit diesen Leuten in ein Dach leben? Das sind doch Verbrechers. Sie betreut noch nicht mal die Miete. Auch ich hab achterdrallen selten, mein Jung. Diese Leute, als du sagst, putt nicht bloß ein Dach über den Kopf. Was sei brut ist Hölp? Hölp, immer auf die Beine zu kommen. Seid mir leid, Mutter, aber das begrieb ich nicht. Also abhören kann und will ich nicht nach all den Jahren. Und darum brug ich das Geld. Das ist hochnötig, Matthias. Das ist aber nicht gut anlegt. Was kann ich denn tun? Meine Gesächte, trägt gut. Oder vielleicht kann ich... Was kannst du, Matthias? Ich muss aber erst mit Magas snacken. Was sagst du, wenn du zu uns kommen willst? Du meinst, ich schalbe jo. Ich schalbe jo Leben? Naja, die Koma ist ein Beten Lötter, was sie war dir gefallen. Und du kunst mager an Beten zur Hand gehen. Weit mager denn, was ich down hef? Also ich hef ja nix echt, Mutter. Weißt du denn überhaupt, dass du eine Mutter hast, die noch leben darf? Ich meine Mutter, das ist also nicht so einfach. Nicht. Ich kann doch sagen, wir sind windläufig verwandt. Nee, Matthias! Vielen Dank! Mutter, du nimmst mir das nicht krumm, aber ich muss nur los. Hier, zu Weihnachten. Beten Lot, Ober von Harten. Das ist doch nicht nötig. Dank dir, Minion. Das ist alles nicht so einfach, Willigendorf. Was weißt du? Tschüss, Mutter. Matthias! Jo, Mutter. Du kriegst das durch. Mein Gott, nee, Mutter. Das schenke ich dir. Tschüss. Eggy. Viel hätt sie ja nicht. Gut. Frau Brückner! Wie möcht das nicht, wenn sie so batz an uns Hus kommt? Ist er garte krank? Sieht Weihnachten her, wie er nicht mehr zu Gesicht kriegen. Ich bin mir sicher, sie will sie auch nicht sehen. So, ich wollte bloß fragen, kann ich nicht für Agathe was mitnehmen? Ich muss so'n Sohn oder Stadt. Ich besorg eins, was nötig ist. Oh, das ist gut. Ach, Frau Brückner? Ja, bitte. Ein Augenblick noch. Können Sie das Geld wohl wieder zurückbetonen? Ach, sie weht's. Was für ein Fruch. Wenn ich mein Hus köpft hab, kriegt er gar kein Mond was von mein Pension. Das Geld zahlt sie nicht auf, Frau Brückner. Und das weht sie. Sie hätt mir das geben. Aus freien Stücken. Und übermorgen hätte ich einen Termin mit dem Makler. Wir machen einen genauen Termin mit Ihnen aus, hätte sie. Dann müssen Sie nicht warten, Frau Brückner.
muckte sich man kein Sorgen. Agathe trägt zu mir. Und wie war uns all verdrehen? Vielleicht kriegt wie denn auch reelle noch was Lüden de Tus, wenn sie nicht mehr sind. Tschüss. Wo kämen wir denn? Frau Brückner! Was hätte der hier noch zu sagen? Sei geil in das Datum, wo wir für sie mitbringen. Hätte sie secht, wann näher sie noch einen Makler hin will? Übermorgen. Übermorgen? Frau Thomas, das geht mir nichts an, aber... Habt ihr das Geld von Herrn Günther kriegen? Bitte sagt sie mir die Wahrheit. Das gibt keinen Grund, sich Sorgen zu morgen, mein Dern. So, du gehst los. Ich hab noch so viel zu beschicken. Ich hole einen Mantel. Ja, danke. Oh, die fällt wohl dein Frühstück. Ich will kein Frühstück. Bloß mein Socken holen. Wann er läuft dein Schiff gut? Von Abend. Ist ein großer Dampfer. So, ich nehme an, dit mal bist du der Kapitän. Tschüss. Und sei will partout, wenn auf dem Dampfer? Chlor, das ist doch ein herrlich Leben. Die Luft ist so frisch, das sollt wo das Sprit dir ins Gesicht. Und was wichtig ist, kein Frauenslüt. Warum sind sie so fünscher, Frau Thomas? Aber sie habt doch gehört, was Frau Thomas Weihnachten secht hat. Das ist mir egal, was du da ist. Und denn, sie muss hier doch auch gut. Der Ole Kofan eben an, hat sich doch das ganze Geld entsackt. Ich hau ab! Bitte! Oh nee, das ist ein Dicker! Und wenn sie sich nur ganz einfach wie Frau Thomas entschuldigt. Ping, was wohl? Na. Nee, ich bin hoffnungsloser Fall. Shit. Jo! Aber. Dann hätte ich doch bei der Spedition abgehört. Ich bin einfach weglopen. Man kann da Rad doch wohl bei der Trücht rein. Oder? Bei der Trücht rein? Einfach, wenn ich kann nicht kommen. Ich wär krank. Ja. Wollt sie denn, dass ich hier blieb? Ich denk bloß an Frau Thomas. Aber wenn sie mich so direkt fragt, ja, ich will das. Wirklich? Oh, also schlecht sind sie nicht, Anna. Ach. Nee, sie hat sich hier wie uns sind, hat sie sich durch Rotmucht. Paul. Oh. Warum sag ich mir denn kein Mensch, dass der Kerl wieder weg ist? Ich sitze da oben als ein Dösball rum und tue. Ach, könnt ihr ihr Geschirr? Holt bitte selbst abwaschen. Da muck ich, wenn wir mich nun doll denk. Aber hüt dort sie, Frau Thomas, mal den Gefallen, ja? Oha, seht ihr doch auch nicht vor. Bin ich da? Ich glaub, wir sind die Ohren ein, oder was? Wir haben die Beine lang trägen, was? Ja, doch, ich darf kuschen. Oha. Ach, Kinders, was muck wie bloß. Ich wünsch mir so, der Frau Thomas das Geld doch noch da hoch kriegt. Tja, können wir nicht was tun? Ich will doch auch nicht. Sag mal, du hast doch sicher ein Rücknest oder die Matratze, nicht? Nee, hab ich nicht. Ich hab doch der Herr gekannt, aber. Das ist für den Tiet. Oh, wenn ich mal alt bin. Nun? Was wollt du denn noch töten? Vergeht nicht. Eggie sind wegen uns in die Bedrohle. Du Klugschieder, du hast doch bitte die Taschen auch noch nicht umkrempelt. Aber das sag ich jo. Ich finde das Geld. Für mich ist das kein Problem. Muckt sie kein Ärger, Fiete? Komm, die Baxen, dass ich wegschlucken. Nun spiel Tosom. Wir haben diese Erpresserin Wieswattenhakes. Wie Tosom. Ein Front. Das Olsch so richtig verbiestert. Ja. Aber nee, ich blöd mein Dummen Metz auf den personlosen Kunden. Eggie! Hau! Mann, sag, Eggie, was ist denn passiert? Was bist du denn? Du sag doch was. Paul, rauf mich Dr. Meier an. Hier ist die Nummer. Ja. Da, hol ihn. Geht mir das alt, Bäder. Sitten blieben, ganz still sitten blieben. Oh. Ich denke, ich gehe für ein paar Tage in Krankenhaus. Oh, nee. Zur Beobachtung. Bloß für ein paar Tage. Fide, hol mir mal einen Koffer von Böen, ja? Ja, ist gut. Und pass auf, der Treppmann Böen ist gar nicht mehr. Ich hab doch wohl Augen im Kopf. Ach, Mann.
Nee, das ist aber okay. Tja, Anna, nun bist du an der Reich. Du musst dich nur im Eins kümmern. Das muck ich doch. Wichtig ist, dass sobald wieder gesund wird. Den will ich man packen. Ich brug ja nicht Fehlblut, innerisch, Tainbürst, Bordemundel, Creme. Ach, und was weiß ich noch? Da sitzen blieben. Ich hol das für sie. Ja. Die Doktor kommt, liebst. Danke, Paul. Und fühlst du dich besser? Ja, ich geh bloß für ein paar doch im Krankenhaus. Was? Ja, ein Tiet lang nix down. Das brug ich nun mal. Hm. Ach, hast du mir ein Koma all weggegeben? Nee. Ich hab mir das überlegt. Ist wohl besser, ich blieb hier. Vielleicht konnte ich Anna zu Rand gehen. Du? Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Anna die Nöte nötig hat. Ich auch nicht. Also gut, gut, ich entschuldige mich. Was hätte, Jung? Bald nicht leid, ey, weil ich wie nach dem Tunisicht helfe. Den Fersen mit mir durchbogen. Bald nicht leid. Na, gut, du ole Grimmelkopf. Dann bliffst du eben. Ist halt das? Hey. Ja, danke wieder. Kann ich das wieder? Ich helfe am Sing. Ich helfe am Sing. Ich lebe über den Sieg von den Strohn. Ja, ich helfe telefoniert. In deine Telefonzelle. Ja, das warte ich doch, wenn ich glöben, wenn Sam das vertellt. Auf was willst du, Ruth? All mein Geld ist weg. Weg. Klaut. Entschuldigung, Sie mal, Frau Brückner. Sie haben Geld in uns. Woher denn mit eins, wenn ich mal fragen darf? Ja, woher denn? Das hab ich mit Boy von der Garte für mein Haus. Eggy, hast du diese Dorn Geld geliehen? Paul, nee. Natürlich nicht. Nee, ich hab für nix, Boy. Garte, ich wär doch zu Weihnachten hier. Sie wären hier Weihnachten? Ja, seh. Und du, ihr wär doch auch hier in der Küche. Und dieser Kerl hätte sich an so einen Geldschrank zu schaffen müssen. Geldschrank? Oh, da kann ich mich aber im Verrecken nicht besinnen. Ich auch nicht. Du, Anna? Nee. Und du, Eggy, kannst du die besinnen? Nee. Oh, das sind doch Lügen. Anna, ich bin doch hergekommen und hab gesagt, ich hab mein Armband verloren. Armband? Von was für ein Armband snackt Frau Brückner denn? Von mir Amethyst-Armband mit den Brillanten. Ich werde auch zum zweiten Mal hier. Und du? Und du? Was ist denn das zweite Mal passiert? Du hast nie das Armband in der Hand. Oha, das ist aber falsch. Zeugnis reden wieder deinen Nächsten, Frau Brückner. Frau Brückner. Und sie hat kein Ahnung, von dem das nur wo ist. Das hätte ich doch zu Weihnachten wieder zurückkriegen. So, warum verkaufst du das nun nicht für den Hus? Will ich... Na? Ich will mich auf Kürzlänge. Ich mag das ein. Ich mag das ein. Und dann ist wohl besser, sie geht mal noch einen Doktor hin. Nicht, Frau Brückner? Nee, nur die Polizei geht. Ich hab das sehen. Keine Idee. Und was willst du der Polizei denn überhaupt vertellen? Ja, was willst du der Polizei denn überhaupt vertellen? Ne? Was willst du der Polizei denn überhaupt vertellen? Ne? Dass Armin Geld klaut ist. Klaut? Und was sagst du, wenn die Polizei fragt, woher haben Sie denn das viele Geld? Was sagst du denn? Dann sag ich, das hab ich gespürt. Oh, das ist doch Tügenkrom. Ihm habt ihr uns doch vertellt, Eggy hase das Leben. Ja, tatsächlich. Das ist doch aber so. Das Geld hat Herr Albert sammelt für Eggy erhust, nicht? Warum schuldigt die das wohl borgen? Aber Eggy, du wirst doch Tommy trecken, wie mir Leben und so. Das läuft tatsächlich. Kinders, du Lappe, das ist mir Jürgenkram aber. Tja, Cornelia, wir sind nun mal Professionelle. Und du bist ein bisschen Amateur. Lauf dich nicht ab, und so sagst. Du ist den weg, Frau Brückner, und den Tür nicht so totballern, ne? Psst. Sieh schon, da hab ich nichts so uns Poser! Alle Achten, du bist aber fix und Bengel, du! Fehltief, Herr Sunia! Rede dann Hus und klickst, was er ruft mir das Geld! Alle Achtung, du! Ach, wieso ich? Ich denk du! Ich? Anna? Ich denk, morgen gehst du in einen Makler hin und sagst, dass ich das Hus hemmen will. Ja, Augenblick mal. Wir müssen nur erstmal Hut kriegen. Und hier ist das Geld für die Anzahlung. Peggy! Oh, Thomas! Du!
der Dördichjohr. Auch für Dördichjohr, wo sie kein Anna Utwech. Du kannst dir ein Hus kaufen, du. Und kannst hier bleiben, wenn auch die Lebensende. Du auch, mein Junge. Und ich, darf ich denn auch? Nicht, wenn du Annas nichts zu tun hast, als Bröt zu kloppen. Paul kümmert sich um Arbeitsdeh, wie das für dich schon. Nicht, Paul? Das tue ich. Nur hört mir mal, go, Tommy, Jungs. Solange ich weg bin, hätt Anna hier das Sing. Ist das klar? Alter, ich glaub, gau noch die Spedition hin. Ja! Ja! So, nun war das aber Tiet. Ja. Lech dir ab Ohr und drüben bekommen. Ja, ist gut, Eggie. Ein, zwei, durch, du. Du bist verwiss, was da oben da. Mag dir man keinen Sorgen. Wenn du noch Minenmützchen, wirklich mal nach Helgoland schippern. Aber das Krankenhaus ist nun mal dicht dabei. Gute Nacht, Eggie. Gute Nacht. Tja, Anna. Ich denk, du schaffst das mit den Jungs. Mit Fide esse kein Ärger. Fide ist pflegeleicht. Und Paul? Also ich glaub, du kannst mit dem Finger wickeln. Will helfen, ich helf dir nicht zu viel. Ups, sagt Minden. Also viel Knöf esse ich ja nun auch nicht. Ich schaff das all. Hallo, Ecki. Geht das nicht gut hüt? Och, kann ich klagen. Ich will bloß für ein paar auch in Krankenhaus. Ich bring sie hin, ja? Oh, das ist nett von sie. Habt ihr eins? Ja. Den Koffer drich ich. Das ist doch nicht nötig. Nur mal kein fiese Matetten, ja? Hey, hätt einfach keinen Respekt, diese Jungkerl von Doktor. Na, 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 na. Tja. Dann will ich mal. Ich komm sie besorgen. Ich danke dir, mein Lütten. Tschüss. Anna. Hey, hätt ich das echt, nicht? Oh, nee, das ist der Doktor. Aber das kriegt er noch von mir. Ja, ja, ich komm, ich komm. Eggie. Ach. Nee. Nee. Bitte nicht. Bitte nicht. Du kriegst viel zu tun, mein Dern. Und dat Hus, dat vermog ich dir. Einverstanden. Ich schrieb dat doll. Und pass auf. Ob all mein Kinder.